Herzlich willkommen zum Espresso-Chat mit der Privatklinikgruppe Hirslanden. Ich freue mich, dass ich heute Frau Franziska Paradis begrüßen darf. Sie ist Head of Corporate Productivity Management bei der Hirslanden AG in der Schweiz. Herzlich willkommen, Frau Paradis. Guten Tag, Frau Obermeier. Freut mich sehr, hier heute dabei zu sein. Frau Paradis, Sie haben einen starken Finance-Hintergrund und in Kombination mit auch sehr viel operationaler Erfahrung und entsprechenden auch sehr, sehr guten Kenntnissen über die Themen Prozessmanagement und auch Prozessoptimierung. Und Sie sind seit vergangenen Herbst, sind Sie aus der Versicherungsbranche gewechselt und sind jetzt bei der Privatklinikengruppe Hirslanden als Head of Corporate Productivity Management. Sprich, Sie sind jetzt im Gesundheitssektor. Und in dem Zusammenhang ist eine Ihrer Hauptaufgaben der Rollout von RPA innerhalb des Hauptsitzes der Hirslanden-Gruppe zum Beispiel. Korrekt, ja. Vielleicht stellen Sie uns noch mal ganz kurz ein bisschen die Hirslanden Privatklinikengruppe vor, Frau Paradis. Ja, gerne. Also die Hirslanden Privatklinikgruppe ist eine Versammlung von 17 Kliniken in der Schweiz. Die meisten sind in der Deutschschweiz. Wir haben aber auch noch 4 Kliniken in der französisch sprechenden Schweiz und sind angegliedert an die Mediclinic Group in Südafrika, welche auch an der Londoner Börse kotiert ist. Wie sind Sie denn als Unternehmen auf RPA, auf Automatisierung eigentlich gekommen? Wo hat denn die Automatisierungsreise der Hirslanden Privatklinikengruppe angefangen? Also einerseits, glaube ich, darf ich sagen, dass wir als Gruppe sehr innovativ unterwegs sind, gerade auch jetzt im medizinischen Bereich mit Precise Medicine, also der personalisierten Medizin. Und jetzt in den Backoffices, respektive bei unserem Hauptsitz, haben wir aus folgendem Grund RPA gestartet. Die Klinikgruppen sind über die Zeit gewachsen und haben eigentlich noch nicht alle das gleiche System. Da läuft im Moment parallel ein Projekt, um alle Kliniken auf die gleiche Plattform zu bringen, was natürlich ein enormer Aufwand ist für die ganze Organisation. Und insofern haben wir gesagt, wir möchten prima mal in Finance starten, um zu schauen, wie können wir die Teams intern entlasten, um diese Mehrarbeit, die es gibt, durch die Integration eigentlich zu absorbieren, aufzufangen, durch eben automatisierte Prozesse, damit Kapazitäten der Leute freigeschaufelt werden können. Ganz wichtiger Punkt, damit die Zeit für wichtigere Dinge verwendet werden kann. Wo stehen Sie denn heute damit? Wo ist die Hirslanden Privatklinikengruppe heute auf der Reise? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu Ergebnissen erzählen. Gerne, ja. Also wir werden bis Ende Jahr 17 Bots implementiert haben. Die meisten Bots laufen im Finance-Bereich, weil wir da auch gestartet sind. Wir haben zum Beispiel einen KPI-Upload-Bot programmiert, der eben aus den 17 Kliniken eigentlich die verschiedenen Files am Monatsende abruft und dann hilft zu konsolidieren, dass das nicht mehr manuell im Excel-File gemacht werden muss. Und zudem haben wir noch Plausibilisierungschecks eingebaut, wo wir eigentlich auch sehen können, dass sich die Daten wirklich geändert hat, keine leeren Felder vorhanden sind, was vorher einfach rund 3 Arbeitstage im Monatsabschluss benötigt hat und jetzt eigentlich von einem Roboter gesamthaft innerhalb von etwa einem halben Tag gemacht werden kann. Das hilft natürlich enorm. Ich kann mir vorstellen, dass es auch die Mitarbeiter freut, denn das Zusammentragen von Daten ist nicht unbedingt spannend immer. Genau, genau. Mehr Zeit, um wirklich dann Analysen zu fahren, die Zahlen zu interpretieren. Und das ist ja eigentlich dann auch das Wichtigste am ganzen Abschlussprozess. Wo soll denn die Automatisierungsreise in der Zukunft hingehen? Also wir sind im Moment daran, auch in andere Abteilungen bei unserem Hauptsitz reinzugehen mit Robotics. Das spricht primär auch IT und HR. Da gibt es sicher auch einige Prozesse, die relativ manuell ablaufen, die man automatisieren kann. Das ist so der nächste Schritt. Wir werden früher oder später wahrscheinlich auch noch darüber sprechen müssen, ob wir auch in die Backoffice-Funktionen der Kliniken gehen. Da möchten wir aber noch warten, bis die eben auf einer gemeinsamen Plattform sind, damit wir standardisierte Prozesse zumindest schon mal haben, einheitliche Prozesse
und dann eigentlich die Roboter auch gleich für mehrere Kliniken arbeiten könnten. Ja, das heißt, einmal den Roboter aufgesetzt, sozusagen exemplarisch für eine Klinik, und dann kann man das Ganze entsprechend skalierend und weiter auch ausrollen, was dann den Nutzen entsprechend erhöht. Ja, wir haben jetzt schon einen Roboter eigentlich in Zürich gehabt und für zwei Kliniken in der Westschweiz adaptiert. Weil die aber eben noch auf anderen Systemen sind, musste trotzdem einiges an Adaption gemacht werden. Und dann ist es schon einfacher, wenn die Grundplattform die gleiche ist. Ja. Das erleichtert es auf jeden Fall. Frau Paradis, gibt es was Sie besonders bei der Automatisierung bei der Hirslanden Privatklinikengruppe hervorheben möchten? Etwas, was Ihnen besonders wichtig ist bei dem Thema vielleicht? Ja, also was toll ist, die Leute sind eigentlich begeistert von Robotics. Wir haben mit einem Piloten gestartet, um zu schauen, einerseits, wie funktioniert die Technologie, aber auch die Leute einzubinden. Wir haben den Pilotprozess insofern ausgesucht, dass eigentlich ein Vorschlag aus dem Team kam, und wir haben gar nicht so validiert, wie viel Hilfe gibt er uns eigentlich in Stunden oder so, sondern mehr, es war wirklich eine Arbeit, die Leute nicht so gern gemacht haben. Und das hat eine hohe Akzeptanz dann eigentlich generiert, um dann weitere Bots eigentlich programmieren zu können. Also die Begeisterung ist da. Die Leute haben Freude daran und sie sehen, dass der virtuelle Mitarbeiter ihnen hilft. Dankeschön, liebe Frau Paradis, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute die Automatisierungsreise der Privatklinikengruppe ein bisschen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin, damit die Mitarbeiter auch die Zeit fürs Wesentliche haben und behalten können. Ja, und ich glaube, gerade im Gesundheitswesen geht es ja am Ende des Tages besonders um die Menschen, und da dann mehr Zeit zu haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen herzlichen Dank, Frau Paradis. Danke ebenso, und ich freue mich auf die weitere Reise mit UiPath. Danke.